Guten Tag, meine Damen und Herren. Der März 2018 ist ein Monat mit weitreichender historischer Bedeutung für Deutschland. Am 14. März wurde die CDU-Politikerin Angela Merkel zum vierten Mal zur deutschen Bundeskanzlerin gewählt. Die Verfechterin der ungebremsten Einwanderung soll damit für weitere 4 Jahre das Land regieren. Nach ihrer Wiederwahl leistete Merkel den nach Artikel 56 des Grundgesetzes vorgesehenen Amtseid. Frau Bundeskanzlerin, ich bitte Sie, zur Eidesleistung zu mir zu kommen. Dürfen Sie wählen. Darf ich wählen, ja? Ja, es steht nicht im Grundgesetz. Okay. Geht es so auf die Entfernung? Ja, ich glaube. Ja, das Mikrofon. Ja, ist alles gut. Frau Bundeskanzlerin, ich habe hier in Händen die Urschrift unseres Grundgesetzes und darf Sie bitten, den in Artikel 56 vorgesehenen Eid zu sprechen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Vielen Dank. Man kann nur spekulieren, welches Verhältnis die Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union tatsächlich zu Gott haben mag. Aber das ist ja auch ihre ganz persönliche Sache. Mit allen Konsequenzen. Frau Merkel schwört also, dass sie ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen und Schaden von ihm wenden wolle. Spannend, dass sie hier noch den Begriff deutsches Volk verwendet, wo man doch sonst so viel Wert auf den Begriff Bevölkerung legt. Sie schwört auch, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes zu wahren und zu verteidigen. Na, wenn sie sich da mal nicht verschwört hat. Denn Angela Merkel hatte diesen Amtseid auch schon bei ihrer dritten Wiederwahl im Jahr 2013 gesprochen. Da drängt sich die Frage des Meineides auf. Denn schon 2015 brach Angela Merkel dann ganz offen und vor aller Augen das Grundgesetz und öffnete, ohne jede Rechtsgrundlage, die Grenzen Deutschlands. Seitdem strömen Millionen Migranten bedingungslos ins Land. Kommunen, Gemeinden, Länder und Bund sind mit der Unterbringung und der Versorgung längst heillos überfordert. Die Polizei spricht vielerorts von Notstand und Katastrophen. Die Kluft zwischen Einheimischen und Zuwanderern wird immer größer. Inzwischen sind Anti-Merkel-Demos an der Tagesordnung. Immer mehr Menschen protestieren gegen die schicksalhaften Entscheidungen der Bundesregierung. Unterdessen wird auch die Sicherheitslage in Deutschland immer prekärer. Die Zahl der Gewalttaten ist in ganz Deutschland seitdem sprunghaft angestiegen. Überfälle, Einbrüche, Messerattacken, Vergewaltigungen, Morde bestimmen nun leider die tägliche Nachrichtenlage. Das sind nicht etwa sogenannte Verschwörungstheorien, sondern leicht nachprüfbare Fakten, die von Deutschlands höchsten Sicherheitsämtern beglaubigt werden. So bestätigte der deutsche Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen bereits 2016, dass mit den vielen sogenannten Flüchtlingen auch Terroristen nach Europa eingeschleust werden. Der Verfassungsschutz habe die Gefahr, dass die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat potenzielle Attentäter als Flüchtlinge nach Deutschland einschleust, nach eigenen Angaben lange unterschätzt, so Maaßen. Das islamistisch-terroristische Potenzial in Deutschland umfasst nach Einschätzungen von Maaßen im Jahr 2016 etwa 1.100 Menschen. Zudem verzeichne man 8.650 Salafisten, so der Verfassungsschutzpräsident. Die Zahl, so wörtlich, steigt praktisch täglich. Man habe die Gefahr unterschätzt? Ja, aber jetzt weiß man das doch alles längst. Doch auch nach dieser sehr ernstzunehmenden Aussage von Herrn Maaßen hatte die jetzt wiedergewählte Kanzlerin keine Änderung vorgenommen. Die Grenzen blieben offen. Weiter bezeichnete Verfassungsschutzpräsident Maaßen es als Problem, dass viele der Einreisenden, etwa 70%,
keine gültigen Pässe vorlegten. Sie würden nur aufgrund von eigenen Angaben registriert, so Maaßen. Er habe die Sorge, dass mögliche Gefährder zwar in den Datenbanken gespeichert seien, aber nicht erkannt würden, weil sie mit falschen Identitäten einreisen. Auch diese besorgniserregende Aussage des Verfassungsschutzpräsidenten brachte Frau Merkel nicht zum Umdenken. Die Grenzen blieben offen. Als es schließlich losging in Deutschland mit Terroranschlägen in Würzburg, Ansbach, Rosenheim, Berlin, warnten zahlreiche Vertreter von Polizei und Behörden vor den ausufernden Folgen der bedingungslosen Einwanderung. Der Verfassungsschutzpräsident sagte wörtlich: Wir halten die Sicherheitslage für sehr ernst. Es nutzte nichts. Die Grenzen wurden nicht geschlossen. Auch die Einwände vieler Verfassungsrechtler, dass die Bundesregierung mit der Grenzöffnung 2015 eindeutig gegen geltendes Recht verstoßen hat, diente nicht zum Umdenken. Die Grenzen sind trotz Merkels Amtseid 2013 bis heute weit geöffnet. Nächster Punkt. Am 16. März 2018 wurde im Deutschen Bundestag über den Antrag der AfD-Fraktion zu umfassenden Grenzkontrollen abgestimmt. Um 10.57 Uhr desselben Tages gab Bundestagspräsident Schäuble das Ergebnis der Abstimmung bekannt. 544 Abgeordnete stimmten für die Ablehnung des Antrags. 84 mit Nein, 3 enthielten sich. Insgesamt wurden 631 Stimmen abgegeben. Der Antrag der AfD-Fraktion zu umfassenden Grenzkontrollen Deutschlands wurde damit abgelehnt. Das bedeutet, nahezu der gesamte Bundestag stimmte am 16. März 2018 dafür, dass Deutschlands Grenzen weiterhin sperrangelweit offen stehen bleiben. Mit allen Konsequenzen. Wow. Nach Merkels Wahl zur Bundeskanzlerin wünschte Bundestagspräsident Schäuble ihr denn jetzt übrigens von Herzen Kraft, so wörtlich, und Erfolg und Gottes Segen bei der Bewältigung ihrer großen Aufgabe. Meine Güte, man darf wirklich gespannt sein, wie dieser Fall weitergeht. Wir sehen uns jetzt noch einmal den Amtseid der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus dem Jahr 2013 an. Frau Bundeskanzlerin, ich halte hier in der Hand die Urschrift des Grundgesetzes und bitte Sie, den im Artikel 56 vorgesehenen Eid zu leisten. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben den im Grundgesetz vorgesehenen Eid geleistet. Ich bekräftige noch einmal die guten Wünsche für das heute erneut übernommene Amt und wünsche Ihnen dabei Erfolg und Gottes Segen. Herzlichen Dank. Durchatmen. Die bekannte Bürgerrechtlerin der DDR, Vera Lengsfeld, schreibt auf ihrer Homepage ebenfalls Mitte März 2018. Mit der vierten Regierung Merkel nimmt die Politik Fahrt auf, die unser Land mitsamt den emanzipatorischen Errungenschaften, die hier gelebt werden, zerstört. Wer den Koalitionsvertrag gelesen und verstanden hat, weiß, welche Zumutungen auf die Bürger zukommen. Ungebremste Einwanderung, Umverteilung großer Teile des Volksvermögens nach Europa, Enteignung durch Verpfändung der deutschen Sparanlagen für europäische Schuldenbanken, drastische Erhöhung der Grundsteuer und damit kalte Enteignung der Hausbesitzer, mehr Umverteilung und damit noch mehr Staatsabhängigkeit. Weiter heißt es, alle Bürger, die sich dagegen wehren, werden als rechts abgestempelt oder gar als Nazis verunglimpft. Der mündige Bürger ist das Feindbild des Mainstreams. Die deutschen Politiker und die mit ihnen verbündeten Medien treiben die Republik in eine Gesinnungsdiktatur. Immer mehr Bürger gehen auf die Straße, um ihren Widerstand gegen diese Entwicklung deutlich zu machen.
Ihnen gilt unsere Solidarität. Soweit die Worte von Vera Lengsfeld. Die ehemalige DDR-Regimegegnerin, die jetzt wieder gegen das Regime, diesmal das der BRD, aufsteht, hat übrigens ebenfalls am 16. März 2018 mit mehreren anderen prominenten Autoren und Publizisten die sogenannte Erklärung 2018 abgegeben. Hier sichern die Unterzeichner den friedlichen Demonstranten gegen die Asylpolitik der Bundesregierung ihre Unterstützung zu. Dazu gehören unter anderem Henrik M. Broder, Thilo Sarrazin, Uwe Tellkamp, Matthias Matusek, Michael Klonowski und Birgit Kelle. Wörtlich heißt es in der Erklärung: Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Guten Tag.